Ja, die AWO Main feiern in diesem Jahr zum wiederholten Mal ihr Karnevalsfeier. Und wir haben etliche Ehrengäste, unter anderem die Ehrenbürgerin der Stadt Main, Therese Unkas. Wir haben auch begrüßen dürfen die Landtagskandidatin der SPD, Marina Schnieldorf. Und wir haben insgesamt, ich glaube, über 120 Gäste. Und wie Sie hören, ist die Feier sehr fröhlich und sehr laut. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder im AWO-Heim feiern dürfen. Ja, und das machen wir schön, heftig, mit viel Spaß, Musik und Tanz. Und es freut uns, wie gesagt, dass so viele Leute heute hier sind. Löse dich nach Köln oder weit, weit weg, denn wir Eisler lassen es krachen und sind genauso jeck. Die schönste Lebens, die stärkste Jungs ist immer hoch. Ja, ich freue mich, dass die AWO mich heute eingeladen hat zur Karnevalsfeier. Ich war schon zur Weihnachtsfeier hier und ich bin immer wieder begeistert hier von der Stimmung und was die Damen und Herren hier vom Vorstand auf alle Fälle auf die Beine gestellt haben. Und ich sehe, es sind sehr viele ältere Leute hier und ich finde es ganz toll, dass die AWO es schafft, immer wieder die älteren Leute noch zu motivieren, hier hinzukommen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Ich bin deswegen als Antje hier, weil ich ein alter Holland-Fan bin. Ich bin extra letztes Wochenende nach Holland gefahren und habe den Käse besorgt. Meier!